Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Drittliga-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Die Partie endete mit 2:1. Ich begrüße die beiden Trainer hier von neben mir, von unserem Gast Mike Walpurgis und unseren Cheftrainer Stefan Böger. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach dem 2:1 hier in Dresden aus? Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, ich glaube, wir haben heute insgesamt eine sehr intensive Partie erlebt. Ich glaube, dass wir als Mannschaft eine fantastische erste Halbzeit gespielt haben, in der wir klar besser waren, in der meiner Meinung nach einige Entscheidungen gefallen sind, die ich so nicht teile. Unter anderem Handspiel auf der Linie, Schuss von Adi Menga ist eine Vereitelung einer klaren Torchance und meiner Meinung nach eine rote Karte. Ganz heftige Szene für mich dann im Anschluss, als der Spieler Hefele eine glasklare Tätlichkeit an einem unserer Spieler macht. Ich habe das schon mal erlebt, dass ein Ellenbogen ausgefahren wurde und ein Spieler das ganze Gesicht kaputt hatte mit Jochbeinbruch, Kieferbruch etc. Das hätte in dieser Szene auch passieren können. Eine unglaubliche Situation, eine unfassbare Unsportlichkeit, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich glaube dann im Anschluss aber auch eine berechtigte rote Karte für uns. Wir hätten zur Pause 10-9 weiterspielen müssen. Von der Situation von Tekerci, der schon gelb vorbelastet war, dann anschließend eine Schwalbe macht, will ich gar nicht mehr sprechen. Die kommt auch noch hinzu. Insofern kann man sich vorstellen, dass wir natürlich nicht hoch begeistert in der Pause gesessen haben aufgrund der Szenen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen unseren Faden verloren, haben nicht mehr das Pressing gespielt, was wir spielen wollten und bekommen dann schlussfolgernd dann auch zwei Gegentore, die uns hier leider verdienten Punkt oder verdiente Punkte bringen. Und ja, kurz vor Schluss gibt es dann noch die Situation, dass es wieder Handspiel im 16-Meter-Raum ist in der 93. Minute und dann wieder nicht gepfiffen wird. Und das war dann noch so unser Highlight heute des Tages. Insofern sind wir natürlich sehr, sehr enttäuscht, denn die Mannschaft hat das insgesamt klasse gespielt. Und es war eine extrem enge Partie und da sind solche Entscheidungen natürlich maßgebend. Ich denke, dass man das auch auf den Fernsehbildschirm gesehen hat und sehr bitter und deswegen sehr enttäuschend für uns das müssen wir jetzt erstmal wegstecken. Trotzdem wünsche ich uns allen jetzt natürlich auch noch schöne Weihnachten und bleiben Sie gesund. Danke. Vielen Dank für Ihr Fazit, Herr Walpurgis. Wie fällt dein Fazit aus, Trainer? Ich gebe dem Mike erstmal insofern recht, dass die Osnabrücker in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Das müssen wir selbstkritisch so sehen. Wir haben uns in der Halbzeit dann neu aufgestellt, in Überzahl, dann konzeptionell ein bisschen was verändert. Auch die Spielweise deutlich verändert, die dann deutlich mehr in die Breite ging, um unsere schnellen Außenspieler deutlich mehr ins Geschäft zu bringen, als in der ersten Halbzeit mit wenigen Kontakten zu kombinieren. Das haben wir bis zum 2:1 richtig gut gemacht. Dann auch wieder ein bisschen den Gegner aus der Umklammerung rausgelassen. Ja, haben wir dann draußen gedacht, ja, warum spielen sie nicht weiter nach vorn? Das ist dann manchmal so. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich hochzufrieden, dass wir hier 3 Punkte draufpacken konnten. Zu den Details, die der Kollege anführt, kann ich teilweise nichts sagen, weil ich manches nicht gesehen habe. Finde es jetzt aber auch nicht so spektakulär. Da so eine Chronologie reinzubringen und über unsere Spieler zu sprechen, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Danke. Danke dir für dein Fazit. Jetzt ist wie immer Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Wer macht den Anfang? Keine Fragen? Doch, Tina Hofmann. Herr Böger, können Sie bitte was zu einer möglichen Verletzung von Matthias Fitsch sagen, der in der Nachspielzeit mit der Trage vom Feld musste? Ja, ist so ein bisschen der Wermutstropfen, muss man ganz klar sagen. Das ist ein richtig guter Spieler für uns, ein sehr wertvoller Spieler, hat das in den letzten Wochen
eindeutig gezeigt und hat sich das Knie verdreht. Ist jetzt im Krankenhaus und jetzt müssen wir mal abwarten, wie die Diagnose ausfällt. Auf den ersten Blick könnte es eine schwere Verletzung sein, was natürlich den Gesamteindruck trübt. Weitere Fragen? Sind Sie so lieb und sagen Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten? Mein Name ist Alfred Spatke-Neu aus der Saarbrücker Zeitung. Herr Walpurgis, wie schwer ist es Ihnen gefallen, Adi Menger zu opfern in der ersten Halbzeit? Also extrem schwer. Also ich glaube, jeder weiß, wie wichtig er für unser Spiel ist. Aber es blieb nur nach der roten Karte die Wahl, einen Stürmer rauszunehmen, da wir 1-0 in Führung lagen und wir natürlich auch Freistöße etc. erwartet haben, habe ich mich für den besseren Kopfballspieler auf dem Platz entschieden, also für Stanislav Jeltschenko. Aber ich habe Adi das auch erklärt, es tut mir total leid, ihn da runternehmen zu müssen, aber war natürlich eine Entscheidung dann auch für die Mannschaft. Weitere Fragen? Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Böger, Sie haben gestern bei der Pressekonferenz das Siegtor von Justin Eilers sozusagen vorhergesagt. Kann man Ihnen da jetzt noch hellseherische Fähigkeiten zusprechen und können Sie da vielleicht mal einen Ausblick wagen, wie denn, was denn in der zweiten Halbzeit oder nach der Winterpause von der Mannschaft noch zu erwarten ist? Wenn ich das könnte, würde ich jetzt noch schnell zur Lottoannahmestelle fahren. Ich weiß gar nicht, wie lange die auf hat. Würde ich ein paar Tipps abgeben. Nein, ich vertraue meinen Spielern vollends und da gehören Durststrecken auch dazu. Und wenn ein Spieler wie Justin Eilers, der für uns hervorragende Spiele abgeliefert hat und Tore erzielt hat, gewinnbringende Tore, einfach mal eine Phase hat, wo er nicht trifft, dann kriegt er von mir absolute Rückendeckung, weil ich sehe, wie er arbeitet für die Mannschaft. Das sieht man manchmal vielleicht gar nicht, wenn er die Linie hoch und runter rennt, auch in der Defensive sich deutlich verbessert hat. Und deswegen habe ich das so formuliert, dass ich so im Gefühl habe, dass der vielleicht das entscheidende Tor macht. Und ja, dass es jetzt so gekommen ist, hat weniger mit mir zu tun, als mehr mit der Leistung von Justin. Ausblick nach vorn, ich glaube, Anfang der Saison, als wir angefangen haben, hat keiner so richtig gewusst, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Mittlerweile haben wir uns richtig gefestigt, die Spieler nehmen eine richtig gute Entwicklung und dass es auch mal Rückschläge gibt, ist völlig normal, das ist einkalkuliert und trotzdem ist der Gesamteindruck einfach total positiv für Dynamo und jetzt sind wir in den Regionen, wo es dann auch was zu vergeben gibt eines Tages, wo es spannend wird und wir werden uns entsprechend in der Winterpause, wie viele andere Mannschaften, Sie sehen, wie eng es alles ist, gut vorbereiten, um dann das Rennen aufzunehmen. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verzeihung, so rum. Wir sehen uns in 2015 wieder, unseren Gästen aus Osnabrück. Einen angenehmen und sicheren Heimweg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.